Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, das Erste, was wir machen müssen, ist mal einen Hier ist ein Dwarfenchild. Ist einen Hausmeister stellen. Mal gucken, ob wir jemanden finden. Soldier General. Ja, Peasant. Du da. Du bist jetzt der Janitor. Der Hausmeister. So. No Job. Das heißt Labor. Kriegst du Orderlies? Das müsste Putzen sein. Könnte halt auch dran liegen, gerade, dass wir keine Buckets haben. So, hier müssen wir engraven. Und ja, hier haben wir immer noch das Problem, dass uns die Plans gerade ausgehen, weil wir Winter haben. Also müssen wir die Leute mal wieder zum Land Gathering rausschicken. Also sonst haben wir wirklich das Problem, dass uns das Trinken ausgeht. Und ich habe noch mal ins Wiki geguckt. Solange wir nur das Ding auf Matt hier haben. Also hier sind an ein paar Stellen Small Piles auf Matt. Da, wo sich das Wasser etwas länger gestaut hat. Sollte das trinkbares Wasser sein. So, wie sieht's jetzt aus? Ist beim beim Plant Gathern, okay. Oh, wir haben Spring, das ist gut. Es wird gespeichert. Was machen eigentlich unsere Fischer? Das ist beim Gathern von Plants. Der andere ist wahrscheinlich auch beim Gathern von Plants. Das hier ist aber eine Fishing Zone. Oh, der Teil vom Blut hat sich verflüchtigt. Das ist gut. Spielst da, du spielst hier. Wir haben doch Buckets in Auftrag gegeben, oder? Ich sehe keine Buckets. Das ist schlecht. Was sagt denn der Stock so Bucket? Ja, Buckets haben wir. Sind aber wohl alle hier verstaut, he? Also. Können wir Rock Buckets machen?
Golden Bucket. Mach mal 8 Stück. Wie sehen unsere Holzvorräte aus? Sehen noch okay aus. Was sagen denn unsere Bars? Oh, wir haben schön viele Iron- und Copper-Bars jetzt. Und Potash. Administrator? Wieso sind die Leute Administratoren geworden? Vor allem so viele. Weil Force ist nicht so schön. Haben wir gerade Zwerge draußen? Okay, sicherheitshalber bringen wir mal unsere Squads. Position. Oh, da kommt mehr als erwartet. Sie blutet. Wo bleiben meine verdammten Soldaten? Okay, sie ist verblutet, weil der Rest ihres Squads sie im Stich gelassen hat. Boje und Dwarven Child sind tot. Weil hier noch ein Goblin rumläuft. Okay. Oh, hier sind auch noch Goblins. Squad. Das andere Squad. Attacke.
Machen meine Soldaten noch irgendwas? Ja, hoffe ich mal. So. Wir haben doch Gräber hier unten. Warum auch immer die zuerst hier auf der Müllhalde landen? Und hier draußen brauchen wir keine Bins. So, dann können wir hier. Das hier mal machen. Ach, und die waschen sich alle dann. Gucken wir mal unser Equipment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haben wir unseren Crossbow General verloren? Der General ist noch da und der X-Bow Leader ist auch noch da. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir haben den X-Bow verloren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und wir haben einen Soldaten verloren. Ja, nicht so schön. Sind unsere Gräber alle voll? Oder habe ich... Ah, ich habe die da hinten noch gar nicht als Grab deklariert. So.
Das heißt, wir erweitern hier mal und machen 6 neue Coffins. So, ich hoffe, unser Janitor arbeitet jetzt mit. Ja. Oh, wir haben Patienten. Oh. Oh, die sind alle in ihrer Gildenhalle gerade. Clove, Dwarvenchild. Weaponsmith, noch ein Dwarven. Oh Mann, wir haben viele Verletzte. Er hat Trouble im Breathing und er hat keine Herzprobleme. Okay, das wird ein bisschen übel werden. Oh, hier wurde aber schon an manchen Stellen fleißig gesäubert. Ganz ehrlich, irgendwie. Fällt mir das hier so nicht ganz. Wie sieht es hier unten aus? Hier sind sie auch noch beim Graben. Tja, hätte ich mal von Anfang an die Zugbrücken hochgezogen. Die Fischer fischen wieder, so wie es aussieht. Du bist beim Trinken und der andere Fischer. Wo ist mein anderer Fischer? Ah, da. Prepare Warfish, okay.
Fischt ihr das hier unten? Also ja, jetzt sollte ich als nächstes mal mich hier um den Matt kümmern. Und zwar nehmen wir dafür einfach eine Paved Road. Es braucht auch nur 13